Samsung Galaxy Tab S7. Das S7 tritt in die Fußstapfen des Bestlistenstürmers S6. Samsung spendiert dem 10-Zöller topaktuelle Hardware mit reichlich Rechenpower und setzt dieses Mal mehr als je zuvor auf die Bedienung per Stift. Zu diesem Zweck ist diesmal der aktuelle Samsung S Pen im Lieferumfang enthalten. Dieser kann an der Rückseite in einer Art Kuhle befestigt werden. Das ist sehr praktisch, aber aus Designsicht eher Geschmackssache. Erstmals seit vielen Tablet-Generationen kommt ein Tablet aus der Galaxy S-Reihe ohne OLCD-Technik daher. Das IPS-Panel muss dementsprechend bei der Farbdarstellung ein paar Federn lassen, ohne dass es dabei allerdings kontrastarm wirkt. Im Gegenzug wurde die Bildwiederholungsrate von 60 auf 120 Hertz angehoben, was zu einer besonders geschmeidigen Darstellung führt. Der Akku misst solide 8000 mAh, was zu einer Laufzeit von etwa 8 Stunden führen dürfte. Der Akku ist auch sehr schnell geladen. Aufgrund der Stiftsteuerung und der 120 Hertz Darstellung ist dieses Tablet für mich der Testsieger. Wem das nicht so wichtig ist, der kann auch auf das S6 zurückgreifen. Dieses ist die etwas günstigere, aber ebenso gute Wahl.